Okay. Also hat er gerade schon gespeichert. Naja, was soll's. Speichern wir halt nochmal. Kann ja nicht schaden. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht ganz so viele Gegner noch bekomme. Weil ich glaube, dass hier oben vielleicht durchaus noch ein paar auf mich warten. Zumindest ist es soweit erstmal ruhig. So, Fort Strong Waffenkammer. Hier werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen Gegenwehr kriegen. Ich hoffe mal, dass ich die relativ... Oh, Pine Dance ist auch hier. Eine ziemliche Unordnung. Ich frage mich seit wann. Vielleicht soll sie eben die Supermutanten hier wohnen? Ich würde mal damit anfangen. So langweilig. So. Nicht ganz, mein kleiner kopfloser Freund. So, dann fallen lassen. 38er Patrone. So, wie kann man denn schon wieder... Alter, so daneben schießen. Das geht doch nicht. So. Mit was der hier in der Gegend rumschießt. Willst du bitte mal aufhören? Der kommt da nicht raus. Der kommt doch nicht raus so. So. Tja, da fällt dir die Kugel in den Kopf. Der ist irgendwie auch ziemlich tot aus. Oh, ja, geil, Fleisch. Ja, ja, bla, gui, geil. Wörter, die ich nicht aussprechen kann. Baseball nehmen. Das ist bestimmt so ein Sammlerstück. Nicht, dass ich wüsste. Können wir mal die Tür aufmachen. So, einfach mal die Tür aufgemacht. Kann ich mal irgendeine andere Waffe bitte? Ich hätte mal gern eine andere Waffe mit ein bisschen mehr. Mit ein ganz klein wenig mehr Nachdruck. So. Entschuldigung, gar nichts dafür, wenn die hier so komisch einen auf. So, Splittergranate. Nach dem Staub zu urteilen, sind wir wohl die Ersten, die sich seit langer Zeit an diesem Ort umgesehen haben. Das würde mich noch nicht mal wundern, weil ich meine, schließlich sind wir ja auch irgendwo hier mitten im Nichts. So, ich nehme mal trotzdem eine andere Waffe wieder, denn was habe ich denn hier Schönes? Genau, nehmen wir die. Die macht ja ordentlich Schaden. Ich muss bis halt eben nur... Das könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Genau, das sehe ich auch so. So. Ziemlich viel Müll. Okay, so. Hier komme ich nicht weiter. Da hinten ist irgendwo eine Tür, wo ich... Was bist du denn Schönes? Ein Aufzug. Wo führst du hin? Keine Ahnung. Ich fahr mal einfach. Ich denke, ich bin da eigentlich schon wieder verkehrt, oder? Sichere die Waffenkammer von Fort Strong. Auf der Bude wäre eigentlich noch geil gewesen, irgendwie so ein... Die hätte ich mal noch draufbauen sollen. So ein Laser... Ja, viele Trümmer, das sehe ich auch. Anscheinend muss ich runter. Also doch runter. Ich meine... aber da unten war doch eigentlich gar nichts mehr, oder? Ich habe irgendwie nichts so richtig gesehen. Da fährt er eine Woche später. Vielleicht kommen wir auch irgendwann an. Ich habe Hoffnung. So, würdest du bitte gehen? Danke, danke, danke. Jetzt lauf doch mal... Okay, dann, ja, weiß ich nicht. Es schickt uns hier raus an der Stelle. Dann gehe ich einfach mal raus, bevor ich hier ewig weitersuche. Commonwealth. Das Commonwealth.
So, und du? Schickt sie mich wieder rein. Das hat endlich irgendwie... Sichere die Waffenkammer. Ja, das ist schön. Das ist schön. Vielleicht tust du das... Okay, vielleicht können wir einfach hier hochgehen. Naja, dann gehen wir halt einfach mal hier hoch. Eine Aluminiumdose. Ich weiß nicht. Munition ist, wenn das für dich Müll ist, ist das ja schön. Für mich nicht. Ich finde, empfinde das als extrem nützlich. Okay, hier komme ich auch nicht weiter, aber es gab immerhin Munition. So, der Fleischsack ist leer. Pass auf, wo du hintrittst. Liegen viele Trümmer. Was bist denn du? Eine leere Milchflasche. Naja, nee, nicht so richtig. So, der Aufzug, der hat mir ja auch nichts wirklich gebracht. Hier komme ich nicht weiter. Hier gibt es nur ein Bad. Das war ein verbranntes Buch. Das war bestimmt hier so ein komisches Ding, wo Buchstaben und Wörter drin standen. Das könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. So, haben wir noch irgendwie eine Tür? Na, fast. Fast. Kaputt. 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 Das wär's. Ah, was bist denn du? General Brock's Terminal. Cool. Was haben wir hier? Schlüssel zu Fort Strong. Und ein paar Utensilien. Oh, ist das denn für eine schöne Box? Rakete. Kammerpatrone, Schuldpatrone, 10mm Patrone, Splittergranate. Schallgedämpf, gehärtet 10mm Automatik, Impulsmine. Was ist denn eine 10mm Automatik? Was ist denn das Schönes? Schallgedämpft, gehärtet. 10mm Automatik. 18 Damage. Ach, scheiße, ich lasse die hier. Ich hab die andere. So. Fort Strong. Irgendwelche Berichte. Da, ja, die will ich eigentlich jetzt gerade nicht lesen. Sollte ich vielleicht... US-Handbuch für... verdeckte Einsätze. Du hast eine Ausgabe des US-Handbuchs für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu denken. Zu entdecken. Cool. Dieses Gebiet ist offensichtlich seit einiger Zeit verlassen. Ja. Das kann passieren. Hilft mir aber noch nicht so richtig weiter. Was will denn der jetzt von mir hier? Die Frage ist, ob die Waffenkammer jetzt tatsächlich hier drin ist. Die wird ja nicht irgendwo in dem Gebäude sein. Also wenn, dann würde ich sie schon eher draußen erwarten. Irgendwo. Oh, hier. Schön mit, aber es ist irgendwie, es zeigt mir trotzdem an, dass ich hier rein muss. Sollten die Verrückten die Waffenkammer doch, Fort Strong Waffenkammer, was wollen denn die von mir? Da muss ich dann doch die Treppen einfach hoch und dort die ganzen Mutanten umklatschen. So, da wissen wir Bescheid, da haben wir wenigstens ein Ziel. Mutanten umhauen. So. Ja, bitte fahren Sie jetzt los. Vielen Dank. Aufzugskonsole. Lass die Waffe entsichert. Was auch immer diese Unordnung verursacht hat. Ja, das ist irgendwie zu erwarten, oder? Hi, Paladin Dance. Oh Mann. Kling. Ihr Essen ist jetzt fertig. Oh, schauen gehen. Irgendwo gibt's hier Mutentchen.
Jemand da? Wir sind nicht allein. Alter. So. Schenken Sie mir hier lustiges Wuffi auf den Hals. Ein leuchtender Supermutantenhund. Hier. Da mutiert er erstmal hier vor sich hin. Oh, Alter, der macht scheiß Damage. Rasend, Gehstock. Yeah, ich habe einen rasenden Gehstock. Cool. Einen rasenden Gehstöcke kann man machen. Wow. So. Komm, du kannst mal nach Hause gehen. Da gibt's einmal. Schön. Das war doch einfach. Baseballhandschuh. Jetzt hätten die nichts Blöderes einzustecken. Da haben die dann bestimmt, die spielen auch bestimmt nicht mit Baseballs. Sondern mit Hoden. Hoden von Brahmin. Sieh dir den Laden mal an. Ja. Du Mutanten genauso hassen wie ich. Ich hasse Mutanten. Absolut. Sie auszulöschen war die reinste Freude. Ich wünschte, der Rest der Menschheit würde ebenso denken wie du. Diese Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann zwei Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Ja, das, Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du hast mich daran erinnert, wieso ich das alles mache. Danke, Bruder. Es tut gut zu wissen, dass du dir meinen Rat zu Herzen nimmst. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren, um den Maxen sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Geil. Sprich mit ältester Maxen. Machen wir doch glatt. Achso, da kann ich auch einfach gleich per Schnellreise auf die Pridwin reisen. Ich würde mal interessieren, so wie das Licht verläuft, müssten wir nach oben gereist sein. Naja, egal. Da Karte. Und zwar die Weltkarte, bitte. Und die Pridwin. Die Pridwin. Darf ich wieder nicht? Immerhin gab es ein paar ordentliche. Gab es ein bisschen Munition und sowas. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Und die Atombomben, naja, die werden wir bestimmt brauchen, um irgendwas auszulöschen. Die Frage ist nur, welches Institut, was ist da mit Sean? Fragen über Fragen. Naja, egal, ich gehe einfach mal, je höher die Moral in deiner Werkstattsiedlungen, desto produktiver sind die dortigen Siedler. Das möchte ich doch hoffen. Schließlich gibt man sich ja Mühe. So, Commander Maxton, wo bist denn du? Ich habe mit dir zu reden. Ein ernstes Wörtchen. Und zwar ein ziemlich ernstes Wörtchen. Na, hier nicht runter. Ich will doch nicht abstürzen. Hi, Dude. Mrs.? Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Für die Bruderschaft! Es war eine Ehre, für die Bruderschaft zu kämpfen. Es freut mich, dass Sie das so sehen. Denn unsere Mission hat gerade erst begonnen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen.
Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen.